Am Wort ist der Herr Abgeordnete Christian Oksanitsch. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister, es gibt ja in meinem Bezirk Otterkring eine nette Tradition. Die Abgeordnete Nurten Yilmaz hat jedes Jahr beim Gürtel Nightwalk immer so Schmankerln aus dem Nationalratsleben ein bisschen erzählt, aufgrund von Protokollen. Und eigentlich der Umgang mit diesem Antrag würde sich eigentlich auch ganz gut eignen für zukünftige Lesungen. Worum geht es eigentlich in dem Antrag? Um was relativ Einfaches. Wir verlangen nicht die Neuerfindung des Internets, künstliche Intelligenz. Wir wollen einfach aufgrund der Tatsache, dass es eine Vielzahl von Ausbildungsmodellen in allen neuen Bundesländern, heißen sie unterschiedlich, existieren sie unterschiedlich, gibt, dass es ein einfaches Online-Tool geben soll, wo man eingibt: Ich komme aus Wien, ich habe 3 Jahre in einem Kindergarten gearbeitet, ich habe eine Matura oder ich habe keine Matura, ich bin so alt. Patsch, und es kommt raus, welche Ausbildungsmodelle würde es für mich geben, wenn ich Elementarpädagoge werden will. So nett, so einfach. Also ich glaube, wahrscheinlich kann das sogar einer der Mitarbeiter im Ministerbüro programmieren. Das war eigentlich das ganze Begehr, weil wir merken, dass viele Interessentinnen und Interessenten einfach daran scheitern, unter welchen Voraussetzungen kann ich welchen Lehrgang machen. Heraus kommt ein Antrag, wo man sagt, den will man ablehnen, dem will man nicht zustimmen. Es kommt ein neuer Antrag, wo man sagt, man soll die Ausbildungsoffensive fortsetzen. Ja, in Gottes Namen. Der zweite Punkt ist schon einer, der belegt eigentlich fast die Notwendigkeit eines solchen Tools. Der lautet: Mit der Schaffung der neuen Ausbildungsmöglichkeiten, insbesondere der Modelle für Quereinsteiger, der HLG Elementarpädagogik, der HLD inklusive Elementarpädagogik, der HLG Quereinstieg Elementarpädagogik, den 2-semestrigen Lehrgang für Absolventinnen und Absolventen der BASOB, dem Aufbaulehrgang, also ihr könnt jetzt noch ein paar aufzählen. Also man merkt, und ich möchte da jetzt nicht fragen, ob man weiß, welche Zugangsmöglichkeiten man zu diesem Bereich hat, wie dringend es notwendig wäre. Und dann, um ein bisschen Bezug zu nehmen auf den Ursprungsantrag, eine Online-Darstellung, also sprich ein Organigramm. Warum man dem Ursprungsantrag nicht zustimmen kann, bleibt mir ein Rätsel. Sei es drum, ich glaube, es ist dringend notwendig, ich werde draufbleiben und eigentlich was Einfaches kann es nicht geben. Aber ich möchte, nachdem es insgesamt in der Elementarpädagogik um einen wesentlichen Bildungsbereich geht, Sprachförderung dort eine Rolle spielt, auch bei diesem Tagesordnungspunkt einen Entschließungsantrag einbringen betreffend der Implementierung eines neuen Konzepts zur Sprachförderung. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wird aufgefordert, dem Nationalrat erstmöglichst einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die Abschaffung der Deutschförderklassen, die Implementierung eines neuen Konzepts zur Sprachförderung an österreichischen Schulen vorsieht. Dabei sollen die Ergebnisse verschiedener Studien und Evaluationsberichte in einem ganzheitlichen Modell berücksichtigt werden und sich insbesondere am Sprachschlüsselkonzept der Arbeiterkammer orientieren, um langfristige und individuelle und inklusive Sprachförderung zu ermöglichen. Wenn man dem Antrag nicht zustimmt, vielleicht kann man ja dem zustimmen. Dankeschön. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 12, ein von den Regierungsparteien und den NEOS getragener Entschließungsantrag spricht sich für eine Ausweitung der Online-Informationen zu den verschiedenen Ausbildungswegen im Bereich der Elementarpädagogik aus. Christian Oksanitsch hat hier noch einen Entschließungsantrag eingebracht.